Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein Kampf-Pokémon aus dem Kampf-Dojo geholt und wir haben auch unser Duflor zu einem Giflor entwickelt. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit, ein paar Arenen zu bezwingen, denn wir können ja einfach so mal jetzt zwei Arenen machen, ohne, glaube ich, irgendwelche großartigen Sachen davor. Pokémon Arena von Prismania City wird hier die erste sein und dann werden wir uns natürlich noch der Pokémon Arena von Safronia City stellen. Diese Arena konnten wir ja eigentlich schon lange davor machen. Da hätten wir nicht durch die ganze Silph Company müssen. Für die Arena in Safronia City, Safronia City muss man ja durch die Silph Company. Die Prinzessin mit dem grünen Daumen, und das ist schon ein kleiner Hinweis, Leute. Und zwar wird die Arenaleiterin mit Pflanzen-Pokémon gegen uns kämpfen. Wieso ich das weiß? Ja, ihr wisst ja Bescheid, weil wegen Pokémon Gelb, was ich vor 15 Jahren gespielt habe, und das bleibt, ist mir natürlich alles in Erinnerung geblieben. Wir geben deswegen Arcani vor, und ja, Taubos wäre auch eine gute Wahl, aber Giflor eher nicht so, Pikachu auch nicht so, trotzdem sollten wir Pikachu heilen. Ach nee, wir kämpfen hier drinnen gar nicht mit Pikachu, deswegen würde ich sagen, wir gehen da rein. Wir wollen ja Pokémon-Meister werden, müssen die Liga bezwingen. Damit wir die Liga bezwingen können, müssen wir ja zuerst alle ordnen sollen. So, du willst also unsere Arena-Reiterin Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in der Arena von Prismania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eines hast. Ist ein Pikachu niedlich? Okay, ja, Pikachu ist das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich ihn streicheln, bitte? Ja, gerne. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ja. Ach, ich schätze, du hast die Bedingung erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Was ist das eigentlich, eine Voraussetzung, um in eine Arena zu kommen? Man muss ein niedliches Pokémon haben. Ernsthaft jetzt? Man muss ein niedliches Pokémon haben. Aber na gut, haben wir zum Glück dabei. Kann ich gegen dich kämpfen? Was? Ich muss die ansprechen, damit sie gegen mich kämpft. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Diese Arena ist sehr, sehr fragwürdig. Was ist das? Ich muss ein niedliches Pokémon herzeigen. Und dann muss ich auch noch die Trainer anreden, damit sie gegen mich kämpfen wollen. Aber ich glaube, ich werde hier dieses Myroblatt ziemlich schnell verheizen. Ja, ich sagte schon, man kann diese Arena schon lange vorher machen, bevor man diese ganze Silph Company macht. Also man kann die einfach so auslassen. Ihr seht schon, das Myroblatt dieser Trainerin ist auf Level 28. Und das geht natürlich leicht. Ich muss ja zum Glück mein Arcani trainieren, deswegen ist es eine super Gelegenheit, hier mein Arcani zu trainieren. Jetzt muss ich hier. Kommt jedes Mal diese Animation von Pikachu, wenn sie. Okay. Seine Spezialfähigkeit einsetzt. Aber nur gut, ich will hier eigentlich nur zur Arenaleiterin. Weil anscheinend will da sowieso niemand gegen mich kämpfen. Wie gesagt, ja, ich habe zwar gesagt, ich möchte meinen Arcani trainieren, aber eigentlich will ich ja nur den Orden. Weil so viele Erfahrungspunkte bekomme ich dann auch nicht. Da fange ich lieber Pokémon, da bekomme ich mehr Erfahrungspunkte. Ach komm, gegen eine kämpfen wir schon. Es sind ja wirklich viele Trainerinnen da. Leibspeise, Lieblingsfarbe, ist mir alles egal. Ich will eigentlich nur deine Pokémon hier verheizen. Was ja sehr, sehr leicht geht. Außer sie hat jetzt auf einmal kein... Nein, sie hat einen Duflor sogar. Wow. Didn't see that coming. Aber welches Level hat denn Duflor? Süß. Setzt sich Flammenwurf ein oder Hitzewelle? Was macht eigentlich mehr Schaden? Hitzewelle macht hier... Wow, 95. Okay, Flammenwurf macht auch 90. Ja, dann setzen wir Flammenwurf ein. Denn von Hitzewelle haben wir ja nicht viel. Also nicht viele Angriffe davon. So, das ist sehr effektiv. Duflor wurde besiegt und Arcani blickt mal so ganz. Ja, mir nichts, dir nichts, durch die Gegend so, okay. Was war's? Muss ich sonst noch was machen? Nö, Arcani, das war's, dankeschön. Aber die hat ziemlich viel Kohle. 1740 Poké-Dollar. So, wo ist eure Arena-Leiterin? Ja klar, ich war schon mal einen Schritt näher an ihr dran, aber jetzt kommt sie drauf. Okay, Frauenbauer am Start, zeig mir mal. So. Ultrigaria. Ah, okay. Die Weiterentwicklung von Knofensa. Ich weiß nicht. Ich finde da, Myroblam einiges
schöner. Und auch die Weiterentwicklung. Ah, aber das ist schon auf Level 31, okay. Aber trotzdem, noch immer ein One-Hit. Ich finde das wirklich mega cool, wie Arcani immer so auf die Seite blickt. So, war das richtig? Muss ich Fantasch aufmachen? Tangela, oh. Sehe ich mir jetzt zum ersten Mal. Sieht ziemlich lustig aus. Sieht eigentlich aus wie ein Nebulak mit Haaren. Und Füßen. Oh, Level 32. Aber hatte mal auch keine Chance. Sehr effektiv, ja. So leicht geht's. Ha, kein Level Up. Das nervt mich etwas. Arcani ist wirklich schwierig zu trainieren. Ich weiß nicht, mich kommt vor, dass Arcani erreicht mega schwierig Level. Ich hoffe sowieso, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Ich meine, man kann sich ja nicht so verlaufen jetzt, dass man sagt, ja, okay, man probiert einfach alles aus. Aber es gibt Pokémon-Spiele, wo diese Arenenrätsel richtig, richtig schwierig sind. Und die haben schon die Arena-Leiterin. Ich finde das mega cool. Ich fand das auch mega cool, wie man da hinten lang gelaufen ist, wie die Kameraperspektive gewechselt hat. Aber na gut, hier haben wir sie. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut, einfach mal die Seele baumeln lassen. Ist jetzt eingeschlafen? Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz im Ding von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich anreden, so sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Naja, ich finde ja die Persönlichkeit der anderen Arena-Leiter war um einiges höher als die jetzt von Erika. Aber na gut, Erika, zeig, was du drauf hast und was du so für Pokémon hast. Okay, einer Tangela, schätze mal Level 34. Ah, 33. Knapp daneben ist auch vorbei, Leute. Okay, Flammenwurf. Bam, Tangela ist mal Geschichte, weiter so. Gerne. Es kann von mir aus gerne so weitergehen. Aber jetzt wird, in diesem Kampf wird Arcani wohl ein Level abbekommen. Arpollo erreicht wenigstens ein Level. Ultrigaria. Nope. Ich glaube, sie hat einen Giflor als ihr Haupt-Pokémon, unter Anführungszeichen. So. Arcani macht den Job so gut. Ja. Ja, Giflor. Wusste ich doch. Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Wir können jetzt zwar einen Giflor gegen Giflor-Kampf machen, aber na gut. Flammenwurf. Die gegnerischen Pokémon kann man nicht mit so einem Angriff. Oh, Giflor überlebt das sogar. Mega Sauger. Ich finde die Musik bei den Arena-Kämpfen total episch. So, bitte ein Level. Yes, Arcani, endlich! Level 34! Ja, die Werte von Arcani sind eigentlich ganz, ganz okay. Spezialverteidigung könnte etwas höher sein. Spezialangriff ist auf 90, jetzt auf 92, also mega gut. So, ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ja, 5440. Nice. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Ja, yeah, und jetzt das High Five, Leute, guckt es euch an. Guckt es euch an, das ist so cool. So, Farborden. Oh, okay, bis Level 50 gehorchen mir jetzt die Pokémon. Ich hätte eigentlich ja auch die Arena zuerst in Saffronia City machen können. So, wir wissen, was Megasauger macht. Dankeschön für die TM. Was will uns Pikachu hier noch sagen? Ja, und jetzt mal alle Hashtag vierter Orden rein in die Kommentare. Endlich. So wollte meine Hand. Irgendwie ist mein Joy-Con nicht so kalibriert. Ich will immer Nunchuck sagen.
Weißes ein Joy-Con. Joy-Con! Und ich muss mein Outfit unbedingt wechseln. Wäre gespannt, ob ich da irgendwo ein Outfit bekomme. Die, was da sitzt, die sieht fast so aus. Oder der Typ, was macht der? Dieser Trainer ist toll! Sie ist ein voller starker Trainer. Okay, nee, du gibst mir nichts. Gibst mir du was? Das Wesen meines Bumiluf ist hart. Seine Angriffe steigt schneller und sein Spezialangriff langsamer. Mit Duplexip kann es gar nicht verlieren. Ich will ein Outfit. Muss ich jetzt das normale Outfit anlegen? Ich meine, es gibt bestimmt hier irgendwo was, wo ich was bekomme. Deswegen schauen wir uns mal hier etwas in der City von Brismania City um. Aha, in der City von Brismania. Ja. Was machst du hier eigentlich? Hä? Kann man von hier aus gar nicht in die Arena? Nope. So, was gibt's hier? Das sieht interessant aus. Da ist ein Schild drüber. Das ist eine Pokémon-Mission. Was? Das ist krass, ist für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Toll, danke für nichts. Okay. Okay. Was machst du hier so? Okay. Und ja, ihr sitzt einfach da und da haltet euch nichts. Sitzt auf komplett falschen Tischen. Und sagt, ihr seid gemeinsam da. Okay. Urlaub, wie man ihn sich vorstellt, oder? Oh. Dieses Spiel, mit dem man die Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so vom Fenster und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Aha. Okay, anscheinend ist er wohl der Betreiber der Pokémon-Spielerei da. Das hat ein Dächchen. Was gibt's da? Okay, das ist ein... Hallo. Aha. Aha. Oh, du siehst interessant aus. Ugh. Oder vielleicht bekommen wir doch... Aber wir haben ja dieses Team Rocket Outfit schon bekommen. In dieser Stadt. Wer weiß, ob wir überhaupt noch was bekommen. Aber immer schon die Leute anquatschen, Leute. So wie dieses Lapras. Dieses Gamer-Paradies. Ich meine, da müssen wir drüber surfen. Aber da können wir... Da war ich ja schon hinten. Da war ich ja schon. Ja, schauen wir einfach da rein. Von dem Typ bekommt ihr diese Spezialtechnik, wo man zu den anderen Dingen fliegen kann. Ja, ich kann aber nicht spielen, glaube ich. Ja. Das haben sie weggenommen, weil wegen Spielsucht, glaube ich. So irgendwas in der Art war das. Und sind die Spielmünzen ausgegangen? Ja, klar. Nur, dass ich nicht spielen kann. Na gut. Ich würde sagen, ich lege jetzt trotzdem mal das normale Trainer-Outfit hier an. Und um nicht hier mit dem Team Rocket-Outfit herumzulaufen. Ich finde das nicht so schön. Ich finde das wirklich nicht so schön, das Team Rocket-Outfit. Wo haben wir es denn? Ist doch ein Beutel, oder? Klamottenkaufer, claro. Outfit für Danny wählen, Oberteil, Kopfbedeckung. Kopfbedeckung nehmen wir mal. Ach, ja, ich nehme jetzt wirklich die sportliche Kappe. Wir kleiden uns wieder, wie es sich gehört. Sportliches Oberteil, sieht gleich besser aus. Hose. Sportliche Shorts, obwohl ich finde, die passt fast besser. Die formelle Short. Nein, die Rocket Shorts passen am besten. So, Taschen. Ja, dreh dich vielleicht um. Ah, hier kann ich dich drehen. Finde auch die Rocket Tasche passt am besten dazu. Jetzt müssen wir die Schuhe noch wechseln. Da nehmen wir jetzt... Lassen wir, glaube ich, auch die Rocket Schuhe. Okay, sind wir jetzt halb Team Rocket und halb Normalo. Aber gut, in der nächsten Folge werden wir die Arena von Saffronia City bezwingen, hoffentlich. Sollte, glaube ich, kein Problem sein. Das sind, glaube ich, Psycho-Pokémon. Ja, und genau hier werden wir im nächsten Video starten. Deswegen schaltet das nächste Mal unbedingt wieder ein. Ich freue mich auf euch. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, nicht vergessen. Und ja, falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das nächste Mal das Video bestimmt nicht. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.